Ich werde dieses Video so bereuen. Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Wir reagieren heute gemeinsam auf mein erstes Video. Hochgeladen am 14. Juni 2009. Pokémon Platin Doppelpunkt Kampf gegen Kampfsaal Kampfkoryphäe. Hat, warum auch immer, 135.358 Aufrufe. Wie ihr schon sehen könnt anhand dieses einen Frames hier, ist es ein simples, mit dem Handy abgefilmtes Pokémon Platin Kampfvideo in wunderschöner 240p Qualität. Kurz als Background-Info dazu. Zur damaligen Zeit war YouTube noch nicht so krass verbreitet wie heutzutage. Das können sich vielleicht die Jüngeren von euch gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber damals existierte YouTube erst seit 4 Jahren und es war jetzt auch noch nicht so mega bekannt. Zumindest auch nicht in meiner Bubble und in Deutschland generell, würde ich mal fast sagen. Ich meine, die ersten Let's Player kamen eben auch erst im Jahre 2009, 2010. Und ich wollte damals als 16-Jähriger einfach mal YouTube testen. Ich habe mir gedacht, ey, ich nehme jetzt mal meine Kamera und filme diesen Kampf-Koryphäen-Kampf, weil da kommt ja auch nicht jeder hin in der Kampfzone. Ist ja nicht so ganz einfach, die zu erreichen. Und lade das hoch. Ich guck mal, wie das aussieht und ob das von Leuten angeschaut wird. Einfach ein simpler Test. Und dieses Video ist dabei rausgekommen. Mega spannend, soweit ich mich erinnern kann. Und da war ja gerade der 16-jährige Nintendo mit seinem Schrotthandy. Wobei ich glaube, das war damals gar nicht so ein mega billiges Handy. Das war irgendwie so ein Samsung SGH oder wie auch immer das hieß. Eines der ersten Smartphones. Aber die Kameras waren halt damals alle generell Schmutz. Deswegen wundert euch nicht. Warum kämpfe ich eigentlich mit einem Latias? Ist das nicht total unfair, wenn ich so ein, ja, legendäres Pokémon habe und der Gegner ein Potrott? Aber wobei mir gerade auch einfällt, diese Kampfkoryphäe hat immer ein anderes Pokémon, ne? Also das muss nicht zwingend das Potrott sein. Alter, was das für Soundlags hat das Video? Habe ich da irgendwie mit meiner Hand das Mikrofon zugehalten oder hat die Kamera das einfach nicht richtig aufgenommen? Beides ist sehr gut möglich. Oha, der macht es mir aber doch schwierig, ne? Na gut, Potrott ist ja auch ein sehr defensives Pokémon, daher kein Wunder. Sandsturm packt er aus, oha. Aber die nächste Psychokinese, die sitzt. Und crittet sogar. Schmackhaft. Oh, was war das wieder für ein Lag, ey. Vor allem, das wurde nicht mal bearbeitet, wie du siehst. Einfach nur vom Handy runtergezogen und hochgeladen. Zack, bumm, Ende. Damals hat man sich halt null Gedanken gemacht, ne? Aber ja, das war's. Mein erstes Video, in dem ich Saaldiva, wie heißt sie? Argenta. Saaldiva Argenta besiegt habe. Da aber das alleine natürlich zu langweilig wäre, reagieren wir jetzt noch auf etwas, worauf ich eigentlich gar nicht reagieren möchte. Oh mein Gott, das wird so cringe. Kommen wir nun zu dem Teil, warum ihr überhaupt auf das Video geklickt habt. Denn jetzt reagieren wir auf das älteste Let's Play, das noch auf meinem Kanal online ist, allerdings mittlerweile auf privat geschaltet. Let's Play Pokémon Heart Gold, in Klammern German, das war damals ein Ding so. Part 1, ein neues Abenteuer in der Johto-Region. Hochgeladen am 27.03.2010 und hat knapp 300.000 Aufrufe. Muss dazu sagen, es ist nicht mein allererstes Let's Play. Das habe ich leider nicht mehr. Das habe ich damals gelöscht und ja, ich hätte es auf privat schalten können, aber so schlau war ich damals nicht. Ich habe am 10. März 2010 mit Pokémon Feuerrot begonnen. Aber das hier wurde, wie gesagt, am 27.03. hochgeladen und Digga, diese 11 Minuten, die jetzt gleich auf uns zukommen werden, natürlich ebenfalls in 240p und in 4:3, weil anscheinend war ich nicht fähig, was Besseres hochzuladen.
Das wird jetzt ultra cringe. Let's go, der Hase. Wir haben den 26.03.2010. Jeder Pokémon-Freak weiß, warum. Jeder Pokémon-Freak weiß, warum. Was war das denn gerade? Habe ich da gerade gecheckt, ob die Aufnahme läuft? Mitten im Part? Anstatt das vorher zu machen? Warum? Von was hast du bitte für ein Programm? Sieht aus wie OBS, aber es ist mit Sicherheit nicht OBS. Ganz, ganz, ganz sicher nicht. Ich habe damals irgendein Programm verwendet, was mir Caleb empfohlen hat. Das war so ein Windows Live Dingens. Ich habe keine Ahnung. Das konnte halt wirklich nur Drecksqualität und niedrige Auflösung, wie man ja hier auch gut sehen kann. Aber war halt kostenlos, ne? War halt kostenlos. Mein Mikrofon, das ich verwendet habe, gefühlt auch, aber ich glaube, dafür habe ich wenigstens 6,99 gezahlt. Dieser Tag besonders ist. Richtig. Hardcore. Ah, habt ihr das gerade gehört? Dieses. Wie wenn ich auf so einen Knopf drücke? Damit habe ich den Sound lauter gemacht, weil ich damals zu dumm war, einfach über einen Soundmixer die Lautstärke manuell hochzuschrauben. Ich hatte so eine Taste an der Tastatur und damit habe ich dann die Lautstärke erhöht, weil das alles über den Desktop-Sound aufgenommen wurde. Bruder! Sag mal, habe ich denn da nicht ein einziges Mal eine Testaufnahme gemacht? Einfach an und yalla! Oh mein Gott. Gold und Soul Silver wurden in Europa veröffentlicht. Warum hatten das so grafische Glitches, wenn ich es doch auf dem Nintendo DS spiele? Ja, und wie versprochen starte ich gleich mein Let's Play. Nein, bitte nicht. Hör auf. Und ich bin überrascht, wie flüssig das hier läuft. Vorhin in den Tests hat es ziemlich gelackt. Ach. Es hat gelackt. Digga. Das kannst du nicht ausdenken. Ich wusste damals noch nicht mal, wie man lagged ausspricht. Oh Mann. Naja, 16 Jahre. Anfänge des Internets und des Let's Plays. Man möge es mir verzeihen. Trotzdem unnormal cringe. Aber hey, ich habe Tests gemacht. Habt ihr gehört? Wow. Daumen hoch dafür. Ich habe einige Einstellungen getroffen und die haben sich anscheinend bezahlt gemacht. Sieht nicht danach aus, Digga. Niemand kann sich das hier geben. Vor allem, warum zum Teufel habe ich denn beide Screens, also den Topscreen und den Touchscreen, so gequetscht in 4:3 übereinander aufgenommen? Niemand braucht den scheiß Touchscreen. Das sieht absolut furchtbar aus. Und da regen sich Leute auf, wenn man SNES oder N64 Games stretcht. Das kann man ja wohl wirklich noch machen, oder? Da kannst du diskutieren. Aber das hier? Bro. What the heck? Das ist doch toll. Nein. Anscheinend kann ich keine High-Definition-Videos damit machen, weil es dann... Ja, offensichtlich nicht. Einfach zu langsam ist. Das stimmt mich eigentlich traurig, weil ich wollte das Spiel auf HD durchzocken und hochladen, aber... Fühl ich. Man kann nicht alles haben im Leben. So musste ich meinen Bildschirm kleiner machen und auch sonst irgendwie ein paar Sachen umstellen. In seinem Nintendo DS meinte er natürlich. Das Piepen war raus. Und dann ging das. Gut, dass ich das jetzt erwähnt habe, weil damit habe ich endlich gesagt, mit was für einem ich zocke. Und das sollen jetzt bitte auch alle gecheckt haben, weil manche fragen mich, ey, mit was spielst du World Gold? Von meinen alten englischen Videos und so. Und irgendwann nervt es auch zu antworten. Und links kann ich nicht sagen, wer 2 Minuten googelt, findet das Spiel. Also auf Nintendo.de oder Amazon. Link in der Beschreibung. Ich bin nicht der Depp für alles. Sorry. Doch. Sag ich euch. Seite kann ich euch auch sagen. Nein! Keine Ahnung. Digga, was? Also, Ich merke gerade, ich habe hier technische Probleme. Man hört häufiger einen Delfin-Sound. Tut mir leid, das ist einfach... Ja, ich weiß nicht, woran es liegt.
Muss ich mal intern klären. Auf jeden Fall habe ich halt gesagt, ich spiele es auf einem Nintendo DS via Capture Card und habe es natürlich über Nintendo.de vorbestellt, ne? Ganz klar. Wäre gut. Ja. Und dann alles andere weiter, alles weitere müsst ihr selbst rausfinden. Ja, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Zurück. Ja. Das Gelaber von euch, wie immer. Langweilt. Wie kann man so ein Let's Play beginnen? Jetzt mal ernsthaft. Ich klinge total gelangweilt, fast schon aggressiv. Ich habe die Technik vorher null überprüft. Und ich habe scheinbar auch keinen Bock auf die Story. Aber gut, es ist Pokémon. Ich zeige euch auch den unteren Bildschirm, wie ihr seht. Ihr seht dann zwar die Maus, aber ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Boah. Ja, die DS-Capture-Card hat offensichtlich die PC-Maus aufgenommen oder sowas. Aber Bruder, niemand braucht den scheiß Touchscreen. Was soll denn das? Niemand braucht den. Schön, der läuft. Vorhin, das war ja grauenhaft. Dann macht das da viel mehr Spaß. Toll. Klingt aber nicht so. Okay. Wie wär's mit Vorlesen? Ja, deine Mom, die gibt ja jetzt halt den ganzen Shit hier. Moment. Digga, was? Und schon wieder dieses Programm. Bruder, was ist das? Was ist das? Scheiß Qualität. Kein Bock. Ahnungslos. Überfordert. Es sieht absolut visuell scheiße aus. Ich lese nichts vor, skipp das einfach nur durch und gebe so im Groben wieder, was da passiert. Wer soll sich das anschauen? Okay, 300.000 Leute. My biggest flex. Entschuldigung. Den Beutel. Den Trainerpass. Hype. Speichern. Und die Optionen. Gleich mal die Textgeschwindigkeit höher stellen. Auch wenn's oh, läuft. So schlau war ich damals schon. Trotzdem noch am besten. Ja, also ich spiele das Spiel natürlich auch parallel auf meinem DS. Auf meinem DS Lite. Und da habe ich mit keinem der Startern begonnen, sondern mit Magby, Elekid und Lavita. Das muss eine Spezialedition sein. Ne, ernsthaft, ich glaube, das habe ich über die Action Replay Codes gemacht. Weil ich hatte ja für GameCube, für DS, ich glaube auch für Wii, Cheat-Module von Action Replay. Und da ging das. Hier werde ich alles regulär machen. Also und für GBA auch. Im Gras fangen, genau. Und die trainieren und mit dem Starter anfangen und so weiter. Ja. Ja. Das läuft ja manchmal sogar schon zu schnell. Ich werde sogar, ja, übelste Frameskips, ey. Ziemlich ausführlich durchspielen, das heißt mit vielen Leuten reden und so. Also das war mir schon immer wichtig. Sieht man schon, er ist aggro. Ja, sonst gibt's hier eigentlich nichts. Die sagen halt nur alle, dass bei Professor Lind was, also dass er neue Pokémon gefangen hat. Der hier zum Beispiel, glaube ich. Nee, das ist der Vater von der Lyra, die im Hard Gold sogar neu ist. In Gold und Silber gab es sie nicht, aber sie spielt eigentlich. Oh, doch informiert! Mashallah. Keine große Rolle. Es ist halt diese Freundin da gerade eben. Man sieht sie manchmal, aber das war's auch schon. Ja, haben Freundinnen halt so an sich, ne? Gut, da es hier nirgendwo Items gibt oder Items. Item statt Item. Es gibt oder so. Schlag ich vor. Machen wir einfach weiter. Sag doch was! Ah ja. Oh, wie schön, er gibt uns eines seiner Pokémon ab. Hätte ich nicht gedacht. Aber erstmal bekommt er eine E-Mail, und zwar von Mr. Pokémon.
Und wer hätte das gedacht? Wir müssen mal Warum wieder für einen der Professoren hin und her laufen, um ihm was zu bringen. Das ist halt so ein Ding, ne? Du spoilerst nicht in Let's Plays. Und trotzdem gibt's immer noch, auch heutzutage, Leute, die so bei Reloaded Let's Plays oder bei Spielen, wo man weiß, dass ich die kenne, schreiben. Wenn ich versuche, Spannung aufzubauen. Hey, wieso sagst du denn nicht, was da als nächstes passiert? Du weißt es doch. Warum schauspielerst du so? Daumen runter. What the fuck? Bla bla bla. Kennt ihr alles schon von Feuerrot Let's Play? Ich habe mich damals schon aufgeregt, jetzt halte ich mich im Zaum. Anscheinend kriegen das die Macher nicht anders hin am Anfang. Aber Game Freak schon damals unnormal gefrontet, obwohl das wenigstens noch die Hochzeit von Pokémon war. Oh man. Schicksal. Jo, wie gesagt. Schicksal war auch so ein Ding, was so ein Kumpel von mir immer gesagt hat und ich hab's einfach von ihm übernommen. Oh mein Gott, cringe. Ich nehme die Starter. Endivi ist grauenhaft. Empfehle ich keinem. Das stimmt. Aber Mani ist eigentlich ziemlich gut. Also, am Anfang... Okay, sag mal, das ganze Spiel hinweg ist er ziemlich gut. Ja. Aber meiner Meinung nach ist Feuerriegel am Ende besser. Ja. Also kann man eigentlich insgesamt sagen, Kaniman startet am Anfang besser und später wird dann Feuerriegel besser sein. Ich nehme Feuerriegel, weil ich ja, wie gesagt, ein Feuerfreak bin. Also kann sein. Weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Aber normalerweise ist der Feuerstarter halt schon eher immer für die erfahreneren Spieler. Und ja, ich habe immer Feuerstarter genommen, immer, außer ist hässlich. Wobei, selbst dann, stimmt. Deswegen entscheide ich mich für Feuerriegel. Boah, die Hälfte geschafft. Oh nein. Ja, ich weiß, was jetzt männlich. Kommt. Das ist jetzt doof. Weil eigentlich würde ich es wieder gerne Jenny nennen. Mache ich jetzt auch einfach Scheiß auf das Geschlecht. Ich wette, dann werden wieder irgendwelche... Teil 2. Ja, ich glaube, man wird vieles rauspiepen müssen. Es tut mir leid, aber ist besser so. Kurze Stellungnahme zum Namen. Ihr könnt es euch denken. Frühere Ex-Partnerin. Warum mache ich das? Und dann auch noch bei einem männlichen Feuerriegel. Männliches. Ich war sogar zu faul, um nochmal zu restarten. In, ich sag mal, Teil 22 oder so. Beschissenen Kommentar hinterlassen. Mit, wieso nennst du denn feurige Jenny, obwohl es einen Schwanz hat? Dazu sag ich gar nichts. Solche Mongos gehen mir einfach auf den Sack. Alter, entweder schaut es von Anfang an, dann wisst ihr wieso, oder einfach mal die Fresse halten. Wirklich, da passt es. Da passt. Okay, aber da habe ich jetzt auch ein bisschen recht. Weil das ist auch heutzutage noch ein Problem. Fragen stellen, die entweder im Titel stehen, in der Videobeschreibung oder schon 20 Mal im Let's Play drankamen. Einfach alle Parts gucken, aber nicht die offensichtlichsten Fragen stellen. Krass, dass das damals schon ein Ding war. 2010, im ersten oder, ja, sagen wir, zweiten richtigen Let's Player-Jahr. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Passt dieses Sprichwort. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Sowas geht mir einfach vom Schwanz. So würde ich es heutzutage vielleicht nicht mehr formulieren, aber im Grundsatz? True. Das war auch schon beim letzten Mal so. Oida, wenn du nicht weißt, wieso die heißen, dann schau es dir an. Und laber nicht. Solche M*** gehen mir einfach auf den Sack. Muss ich mal ganz klar hier sagen. Ja, die labert jetzt auch wieder. Digga, und es gibt einfach heutzutage Leute, die mir so E-Mails schreiben, so Boomer-mäßig. Jo, warum beleidigst du so viel in deinen Videos? Bro, du hast nicht meine früheren gesehen. Also man soll sich manchmal umdrehen und mit dem Pokémon reden. Gut, kann ich gern machen, von mir aus.
Übrigens, was manche vielleicht gar nicht wissen, hier kann man auch hoch. Hier wohnt nämlich Professor Lin, das ist seine Frau, das ist sein Kind. Ja, sagen alle Läuft bei nichts ihm. Besonderes, deswegen brauche ich es auch gar nicht ansprechen. Ich zum Beispiel habe es Warum gehe beim ich dann ersten hoch? Durchspielen nicht gecheckt, dass man da hochgehen kann. Ja. Warte, was? Das Spiel ist gerade erst raus und ich habe schon mal durchgespielt? Okay. Ach nein, genau, ich muss ja jetzt nochmal zu meiner Mom. Sie wird mir die Turbo-Treter geben. Ja, jetzt ist schon gut. Und mein Schon Buckelcomputer, wieder am genau. Spoilern. Warum sollte man sich das anschauen, wenn ich alles vorwegnehme? Wie gesagt, der erste Teil ist immer langweilig. Ich meine, da passiert nichts. Ich bekomme meine Sachen, ich bekomme mein Pokémon, ich bekomme einen Auftrag. Grundsätzlich richtig. Der Anfang eines Pokémon-Spiels ist jetzt nicht der spannendste. Aber Bro, wenn du nichts synchronisierst und auch gar nichts von Witz und Persönlichkeit einbringst, dann wunder dich doch nicht. Zeit weg. Aber kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Bis auf Beleidigungen vielleicht. Ach nein, natürlich weiß. Oh, natürlich weiß ich, wie man telefoniert. Das glaube ich, brauchst du nicht wirklich erklärt bekommen, oder? Also. Ich habe damals halt wirklich krass viel beleidigt. Das lag, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, an der früheren Wohngegend und dem Umfeld. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Damals war alles ein, na, ich will es nicht wiederholen, aber Beleidigung XYZ, ne? Wie gesagt, hier gibt's sonst nichts, deswegen schlage ich vor, machen wir uns gleich mal auf den Weg nach Rosalia City und den Auftrag von Hat schon einen Grund, warum ich mit Sun 18 weggezogen auszuführen. bin. Wir sollen ja zu Mr. Pokémon, weil der wieder irgendwas gefunden hat. Vorher bekommen wir noch Lins Telefonnummer. Für alle Fälle. Aber no joke, auch wenn das Video unnormal schlecht ist, krieg gerade übelst Bock auf Johto. Ich schaffe es sogar mit so einem Schmutzvideo mich selbst zu influenzen. Läuft. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf dieses Let's Play. Guck mal! Gleichzeitig! Aber merkt ihr irgendwas davon, dass der 2010 Bock auf das Let's Play hatte? Also ich nicht. Und Und ja. Ich ich hab denke, Bock es auf wird das besser Let's sein Play. als das Feuerrot Let's Play. Wird das besser als das Feuerrot Let's Play? Doch, ein paar Prozent wahrscheinlich schon, aber sie sind beide unterirdisch scheiße, also lösch sie. Das war ja nicht wirklich geplant. Hier habe ich mein Team schon einigermaßen im Kopf. Ich werde jetzt Ach. größtenteils von meinen englischen Videos übernehmen, weil ich denke, Feuerregel, Voltilam, also das ist halt einfach aus. Und das rote Gyarados sind schon ziemlich gut. Ach stimmt, ich erinnere mich. Ich habe ein paar so englische Videos gemacht und daraus dann Specials und so gemacht, oder? Also zum Beispiel diese Inkognito-Rätsel habe ich da schon gelöst und so hochgeladen. Das war eine englische Version von dem Game, stimmt, Aber ja. ich werde noch ein viertes mit reinnehmen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ich schwanke noch, möchte aber noch nichts dazu Was? sagen. Vier Teammitglieder nur? Keine sechs? Vielleicht hole ich mir auch noch einen Rat ein von Kelp, der ja ziemlich gutes Hintergrundwissen hat und was er mir so rät. Kelp kennt er ja von Feuerrot Let's Play. Hier wird er übrigens nicht mein Gegner sein, sondern jemand anders, aber das seht ihr dann wahrscheinlich in Teil 3, schätze ich jetzt mal so ein. Oh, wer war denn der Rivale? Oh, und die Musik ist doch toll, oder? Also, die Musik ist echt toll. Und ich Das sehe gerade stimmt. die Kämpfe, die laufen 100% flüssig. Super. So habe ich mir das Klar. gewünscht. Auf dem Nintendo Auf der DS, warum Karte auch ist es nicht? noch, naja, in Häusern ist es auch noch gut. Wieso schielt der? Aber das lässt Wieso sich leicht schielt vertragen, der? oder? Jetzt, Alter, was geht denn? Treff mal hier. WTF? Der andere heult nur rum. Na, geht doch. Was ein Belasto. Spaß. So. So viel zum ersten Teil. Es ist Würde ich vorbei? sagen.
Bitte. Ich würde mich freuen, Hallo? Wenn ihr weiterhin zuschauen würdet. Es wird sicherlich noch spannend. Und, ja, ich mache jetzt diesen Kampf hier zu Ende und dann sehen wir uns in Teil 2 wieder. Bis dann. Digga. Was soll ich dazu abschließend sagen? Ja, jeder fängt mal klein an. Und es ist eigentlich unglaublich, dass mit so einem Trash ein doch ja, etwas bekannterer Kanal entstanden ist. An dieser Stelle danke ich euch dafür, dass ihr... Solltet ihr damals schon dabei gewesen sein, diesen Wandel durchgemacht habt, der auf jeden Fall notwendig war. Ich glaube, also damals hast du halt wirklich einfach nur aufgenommen, gelabert, was dir so gerade in den Sinn kam oder eben auch gar nichts und es hochgeladen. Du hast dir keinerlei weitere Gedanken gemacht. Heute musst du halt 20.000 Sachen bedenken, ne? Aber man sieht dadurch halt auch wieder, wie man sich krass selber weiterentwickelt hat. Ist natürlich auch zu erwarten nach 11 Jahren, aber trotzdem, hätte man mir das damals gesagt, 2010, oder mir ein aktuelles Video gezeigt, ich hätte daran gezweifelt, dass ich das bin. Weißt du, was ich meine? Das ist schon insane. Naja, danke fürs Zusehen bei diesem Video und hoffentlich bei meinen weiteren aktuellen Videos. Bis bald. Und ciao.